Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen heute wieder eine Runde Far Cry 5 und wir haben hier gerade. Das habt ihr nicht mitbekommen. Alter, was ist das? Eine Aufgabe bekommen, uns hier zu dem Typen zu schwingen. Und mal mit dem das zu reden. Das Team ist abgehauen. Einfach so. Aber weißt du was? Scheiß drauf. Dasselbe ist Coppola passiert und sieh dir an, wo er jetzt ist. Wir sind die Zukunft des modernen Kinos. Wenn wir nächstes Jahr auf dem Podium stehen, werden diese Arschlöcher bereuen, dass sie an uns gezweifelt haben. Stell dir das mal vor. Die epischste, krasseste Kampfsequenz, die je mit einem Mikrobudget gefilmt wurde. Schreiende Zombies, Blut, Explosionen, aber mit Herz. Die Szene geht so. Sie haben deinen geistig behinderten, blinden Labrador-Welpen getötet und du rastest völlig aus. Wir sprechen hier über Baseballschläger, Kopfschüsse, Todessprünge, Explosion, Feuer und ein blutiges Pierce der Resistance. Der einzige Haken, das Budget ist schon fürs Licht draufgegangen. Wir können uns keine Extras leisten. Aber, Problem gelöst, wir bedienen uns aus dem lokalen Talentpool. Vor allem bei diesen hirnlosen Weltraumkadetten, die hier rumlaufen. Such ein paar von den Schwachmaten da draußen zusammen und führe sie hierher, damit es endlich losgehen kann. Guy führt dich dann durch die Action. Auf geht's, Baby! Wir filmen Guerilla-Style! Okay, ich muss also Leute dran kriegen hier. Angels Finn. Könnte schwer werden. Alter, ist hier. Wir müssen doch Angels rumlaufen, oder? Was ist hier? Nix. Hier ist das Suchgebiet, okay. Hier vorne auf dem Feld waren noch vorhin ganz viele. Hab ich hier Schritte irgendwo gehört? Hier kann man. Dachte ich, Far Cry Arcade spielen. Da hinten ist noch einer, oder? Hier sind ganz viele. Muss jetzt nur noch vor dem weglaufen, damit die mir hinterherlaufen, hoffentlich. Wieder mehr Angels sammeln. Oh. Hier kommen nach und nach jetzt die Typen reingerannt. Mit Feuer muss ich einen töten. Habe ich Feuer? Oh fuck. Nahkampfwaffe? Habe ich eine Nahkampfwaffe? Oh, mit Fäusten kann. Wie viele kommen hier noch? Ah! Wow, von hier kommt einer. Das Problem ist, ich muss hier erstmal das Feuer auswählen. Er stirbt nicht. Und ich brenne, oder was? Jetzt, come on. Der muss doch sterben. Jawohl. Mit einer Explosion. So, ein Tod von oben. Das war doch von oben. Der war noch nicht tot. Da kommt noch einer. Ich
Wie hoch muss ich denn, um meinen Tod von oben zu erzielen? Wohin muss ich, um meinen Tod von oben zu erzeugen? Was ist ein Tod von oben? Ich weiß immer noch nicht, was ein Tod von oben ist. Muss ich hier irgendwie so überkrass rumspringen? Da kommen doch gleich wieder welche, oder? Hier kommen schon welche. Ich probiere mal hier hoch zu gehen. Hier kommt man nicht hoch. Doch, hier kommt man hoch. Wo ist denn da ein Angel? Don! Ich bin noch oben. Wie weit oben soll ich noch sein? Kann man hier irgendwie sich an die Decke katapultieren? Warte, Freunde, warte. Ich google das mal kurz, weil irgendwie funktioniert es nicht. Eieiei. So, ich guck mal kurz. Wie heißt das Ding? Erziele einen Tod von oben. Einen Tod von oben, Far Cry 5. Steht hier nirgendwo, Alter. Hier ist die Mission. Mal kurz gucken. Blood Dragon 3. Far Cry 5. Okay. Okay, da steht, man soll von oben auf einen dieser Typen springen. Aber wie soll man das machen? Man muss ja auch irgendwie unentdeckt bleiben, dass das überhaupt möglich ist. Das war doch von oben. Come on, ich muss jetzt wieder hochlaufen. Für Takedown auf Gegner springen, stand da. Nein! Oh, hier steht direkt einer neben mir. Ne? Die bewegen sich alle zu schnell. Oh fuck, ich muss hier erstmal kurz weg.
Bam! Geschafft. Alter, das war gar nicht so leicht. 200 WP gibt's da und 1400 Cash. Und es wartet darauf, von der Welt bewundert zu werden. Nice. Uiuiui, kann ich jetzt nochmal mit dem reden? Du bist zum Star geboren. Wir haben alles nur mit einer Klappe aufgenommen. Friss das, Pinscher. Einfach genial. Jetzt geh los und betrink dich. Spritz die Kuchen oder schnupf M&M's oder was ihr Kids heutzutage eben so macht. Das hast ich du schnupfe M&M's. Weißt du was? Du hast Guy heute eine wichtige Lektion gelehrt. Geh bei deinen Visionen nie Kompromisse ein. Mag es auch noch so wehtun. Ganz egal, wie hoch der Preis ist. Danke dafür. Das wird Guy. Was war das alles? Hat der echt einen Stein auf mich geworfen? So, kurz mal das Leben von Guy gerettet. Easy. So darf Guy mal nicht sterben. Weißt du was? Du hast Guy heute eine wichtige Lektion gelehrt. Ja, ich weiß. Deinen Visionen. Guy wird langsam sentimental. So. Und immer noch steht hier ein so ein... Oh, Mira. Sekten-VIP eliminiert, nice. Welchen Zivilist habe ich gerettet? Da hinten, den oder was? Nice. Eieiei. Gucken wir mal, was jetzt noch so in der Nähe ist auf der Map. Wir sind ja fast durch schon durch das Gebiet hier. Hier können wir mal kurz hin. Das ist nicht so weit entfernt. Also machen wir uns mal einen Waypoint. Dass wir das auch angezeigt bekommen. Hier hinten. Bewegt sich das? Ja, es bewegt sich. Fuck. Wir müssen also relativ schnell sein. Und vielleicht ein bisschen querfett ein. Und wir haben relativ wenig Moon dabei. Das könnte auch zum Problem werden. Ja, yeah, und es bewegt sich immer schneller, je mehr man den Gas gibt, glaube ich, je näher man kommt. Oder rechnen die einfach nicht mit uns? Was ist hier am Bahnhof los? Mal kurz gucken, was hier am Bahnhof los ist, Freunde. Seit du gekommen bist, hat sich alles verändert. Einer meiner Kumpel hat Neuigkeiten über den Fleischshop. Er sagte, sie mischen sich da das Bliss zusammen. Es würde sie hart treffen, wenn die Cougars den Ort dicht machen. Okay, Fleischshop, da gehen wir doch mal hin. Machen wir lieber das anstatt das andere. Oder beides. Ah, schauen wir mal. Ne, da komme ich gerade nicht näher. Das geht eher weiter weg, das Boot. Hier war wieder irgendwo... War, glaube ich, eine Erscheinung. Hängen da Leute? Keine Ahnung, was da hängt, aber irgendwas hängt da. Was ist hier vorne los? Ist das ein Typ, der mir helfen will? Die Peggys haben ein Riesenlager tief in der Mine des Bright Warden Radon Kurortes angelegt. Warte, ich muss ihm nochmal helfen. Ein Riesenlager tief in der Mine des Bright Warden Radon Kurortes angelegt. Gewehre, Munition, Zeug, das wir brauchen. Gefühlt haben wir immer zu wenig Nachschub. Wir sollten uns ihren holen. Okay. Da haben wir ein neues Prepper-Versteck entdeckt. Hilft halt immer, mit denen zu reden so ein bisschen. Damit man die ganzen Sachen entdeckt. Oh, jetzt müssen wir hier durch das Blissfeld. Hallo Bliss, wie geht es dir? Schön, dich gesehen zu haben. Okay. Weiter geht die Party. Nolans Fleischshop.
Das ist, glaube ich, relativ viel hier, oder? Ich hole mir mal kurz einen Helfer. Wen holen wir denn, Freunde? Na komm, holen wir den. Wie sieht es eigentlich mit Vorteilen aus? Können wir wieder was machen? 5 Punkte haben wir. Ah, hier. Schweißbrenner. Bin gleich da. Hab mir auch gerade noch eine Stange Lehm aus dem Kreuz gestemmt. Da geht alles viel leichter. Ich rücke aus. Ich wünschte, wir würden nicht so schleichen. Denn dann würde ich jetzt rufen, fuck yeah, aber richtig laut. Fuck yeah. Wo sind hier noch Leute? Hier drin? Tod, der lautlose Killer. Aufgepasst, bin unterwegs! Was gibt's hier alles? Ja? Musik tut der Seele gut. Den habe ich einen mit der Schaufel übergezogen. Da ist gar... Da sind zwei. Haltet mir den Rücken frei, wenn unterwegs. Die Wichser sind gleich tot. Das hast du verdient. Von wo, von wo, von wo? Oh mein Gott! Kein Wunder, dass die mich am Sack gelegt haben! Das ist halt ein großes Ziel! Hier oben irgendwo. Kollege! Kann ich dir helfen? Du musst sterben! Wiederbeleben, ne? Wir sind jetzt beste Freunde. Kann man das Ding hier auch noch abschalten? Wo ist denn noch so ein Teil? Das Ding haben wir doch schon abgeschaltet. So, Nolans Fleischshop haben wir auch befreit, Freunde. Eieiei. Was kommt jetzt? Achso, ja, die kurze Sequenz. Okay. Wir nähern uns langsam der kompletten Befreiung hier. Aber natürlich haben wir das noch nicht ganz. Gute Arbeit, Rookie. Ein kleiner Gefallen. Dieser Angelladen steht inzwischen quasi unter Denkmalschutz. Schön, dass wir ihn wieder haben. So, die hat eine Mission für uns. Sieht aus, als hätten die Peggys einen Haufen Angels in den Keller gesperrt. Ich weiß nicht, wie viele sie da unten haben, aber ich gehe nicht in ihre Nähe. Ich habe schon zu viele Angels gesehen, die mal meine Freunde waren. Hör zu, wir müssen das ganze Gebiet sichern. Und das schließt auch den Keller ein. Du würdest mir einen Riesengefallen tun, wenn du dich drum kümmerst.
Okay, das werde ich dann aber in der nächsten Folge machen, Freunde. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin, noch einen wunderschönen Tag. Haut da rein. Ciao!